Boah, ich will jetzt eine Zitrage essen. Eine was? Eine Zitrage. Ja, kennen Sie das nicht? Das ist so gelb-orange und schmeckt nach Apfel. Warum stellen Sie ja mitgefahren? Weiß ich nicht, warum tun Sie das denn? Ja, das ist genau die gleiche Frage. Naja, ich kann für Jana das beantworten. Sie steht hier und redet mit ihren Freunden und ich weiß nicht, was Sie hier wollen, aber ich glaube, Sie haben keine Freunde. Ja, pass auf, Double, ich übernehme das. Also, hören Sie zu. Ja, wenn Sie hier Stress wollen, dann. Wenn Sie Stress wollen, nicht bei uns. Nehmen Sie das doch hier. Die Maske runter. Nein, ich lasse die Maske auf. Soll ich? Ich bin krank noch. Ja, okay. Hallo, Entschuldigung. Wollen Sie unsere Geisel sein? No joke, Jana, ne? Was? Fahr bitte weg von meinem. Ich hab ne Frage. Wie heißt der Kopf? Gemacht. Heißt der Kopf mit den orangen Haaren? Orangen Haaren, es gibt keine orangen Haare. Doch, ein orange-roten Haaring heißt Arthur. Das Leute. Rote. Ja, aber nicht du. Ich meine nicht. Ich dachte, die sind blau. Orange. Ich meine, es sind orangehaarigen, so, oder ist orange-blond, keine Ahnung, wie auch immer. Es gibt keinen Blond, ich schwöre auf alles, es gibt einen von euch, der Ginger-Haar hat. Ja, hi. Ja, nicht du. Sondern so ein anderer, so richtig so ein helles Orange. Nein, gibt's nicht. Meinst du Chris? Ja, wenn's Chris ist, dann also, ist es... Also, so eine Frisur wie der Kollege hier. Nein, ja, genau so eine Frisur und in Orange. Ja, also, das ist Chris, das ja, ist aber der, blond. Ja, der war voll frech. Zu mir. Ja, er hat meinen Kollegen. Das ist seine Art. Ja, also was er gemacht hat, mein Kollege hat ihn als Geisel genommen, wollte mich aus dem Disk holen und dann auf einmal schließt er sich aus, obwohl er ganz eine Waffe am Kopf hat. Danach. Warte mal. Ist das richtig? Einmal bitte kurz aussteigen. Wegfahren! Ich habe euch von ein paar Tagen was verkauft und Nee, ich finde den nicht so geil. Okay. Guck mal, mein ist besser. Meins ist besser. Ah! Er hat einen Schuh! Wegen dem Geld da musst du mit dem da hinten reden. Was willst du von mir, Junge? Nervt mich doch nicht, Junge. Ich hab euch gesagt, die sollen zu euch gehen, Junge. Was wollt ihr, meine Fresse? Fuck mich, wenn ich hab... Double, das ist nicht höflich. Das hab ich dir anders beigebracht, mein Sohn. Halt deine Ah! Oh, hier. Ah. Genau sowas. Jetzt geht's ab, Junge. Oh, hier. Jetzt müssen wir mal lang, ich mach schneller tanzen, nicht so langsam hier. Bra. Ach ne. Bitte kurz einmal Musik an. Wir müssen durch. Könnt ihr mal bitte die Fahrzeuge wegschieben? Ein paar Sekunden später. Und alle. Ehrlich, hast du Gold in deinen Arsch gebunkert? Warum? Also ich meine, ich verneine es nicht, aber. Du gehst so komisch. Ich geh ganz normal. Nein, schau mal her. Ich geh normal. Ja, ich geh auch normal. Schauen Sie. Das sieht aber ein bisschen komisch aus. Du hast so ein... Ja, schau mal, ich geh ganz normal. Du siehst aus, schau mal, du musst dir das so vorstellen. Du musst dir einen krummen Rücken vorstellen. Und dann musst du dir vorstellen, jemand steckt so eine komische Eisenstange in deinen Arsch und dann kommt der Rücken gerade. Genau so läufst du. Okay. Genau so Ellbogen an deinen Körper an, wie bei einer Frau. Ja und? Und deine Füße sind voll nah aneinander, ne? Du gehst wie ein Stange, Bruder. Ja, weil ich mein drittes Bein festhalten muss. Ach so. Ah. Doch deswegen diese Jogginghose. Ja. Deswegen. Ach so, hast du Sieb gemacht? Stellen musst du festhalten. Du musst den Po zusammengreifen. Oder warum musst du drittes Bein festhalten? Naja, es ist so. Es ist so. Also,
Das hängt so weit runter, das muss ich halt so quasi nach hinten klappen und festhalten mit den Beinen. Ist der Sippe in den Arsch? Hä, du kannst das doch einfach mit dem Pobacken festhalten, ist doch nicht so schlimm, oder? Dann schiebst du naja, das weiter. Wird auf dasselbe hinauskommen, wie wenn ich es mit meinen Haaren festhalten würde. Du bist auch so einer, wenn du kackst, dass du von deinen Arsch runtergezogen oder was? Ja, tatsächlich, ja. Der ist so einer, der drückt so heftig, weißt du? Zuerst draußen, der atmet auf einmal, da geht alles wieder rein, Bro. Kennst du das? Ja, ja, natürlich. Ihr kennst es, wenn du einfach so am Po sitzt, Digga, so kackst, Digga, und endlich so richtig hart, Digga. Es kommt so, schon so ein kleines Stück raus, Digga. Dann musst du von diesen kompletten Gedrücke, Digga, einmal einatmen, das geht alles wieder zurück. Ja, schau, kennst du. kennst du das? Wenn du so richtig geile Session hast, dann stehst du auf, schaust rein und plötzlich nur 2 mm. Fährst du denn lang? Ja, Junge, ich. Wow. Abkürzung. Was für Abkürzung? Das hier ist Selbstmord. Digga, hier. Wie oft noch hier fährt kein Zug? Ja, hier stehen aber Züge. Steig aus. Nein, bitte! Steig aus. Ja, ciao. Ich schwör dir. Komm her! Das gibt Rache. Supermodels in the band.